Einen wunderschönen guten Morgen hier bei Fitness für unterwegs, dem Pocket Gym Radio aus eurer Hosentasche. Es ist mal wieder Mittwoch, Gym Talk Zeit und Rodrigo ist wieder da. Heute Leute mit ein ganz anderes Thema als gewohnt. Heute werden wir uns über Tabata unterhalten. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei Fitness für unterwegs, dem Pocket Gym Radio aus deiner Hosentasche. Hier erfährst du, wie du fit, gesund und motiviert bleibst. Heute der Gym Talk mit Rodrigo Silva. Ja, wie bereits eben erwähnt, heute geht's um Tabata. Mit Tabata ist es möglich, in nur 4 Minuten eine Menge Fett zu verbrennen. Der Haken an der Sache ist, du musst komplett an dein Limit gehen und diese 4 Minuten werden sich definitiv wie eine Ewigkeit anfühlen. Das Ganze wurde entwickelt von Izumi Tabata am Nationalen Institut für Fitness und Sport in Tokio, Japan. Da kommt das also her. Aber was ist eigentlich Tabata? Die Basis vom Tabata-Training sind 4 Minuten hochintensives Training, in dem du möglichst viele und große Muskeln beanspruchst. Der Ablauf des Tabata klingt zunächst sehr einfach, es ist gleichzeitig aber auch unglaublich schwierig umzusetzen, weil du dich in dieser Zeit am eigenen Limit bewegst. Wenn du nicht wirklich 100% aus dir herausholst, verpasst du den Effekt des Tabata-Trainings. Die meisten Sportler tendieren daher leider dazu, diese Methode einmal durchzuführen, um mitreden zu können und sie dann nie wieder anzuwenden. Vielleicht gefällt dir Tabata ja und du integrierst es langfristig in deinen Trainingsplan. Und so geht's. 20 Sekunden maximale Belastung, gefolgt von 10 Sekunden Pause. Und das Ganze insgesamt 8 Mal. Eine schöne Vorstellung, dass das Training bereits nach 4 Minuten getan ist. Aber diese 240 Sekunden haben es in sich. Wenn du nicht an dein absolutes Maximum gehst, dann quälst du dich wirklich umsonst. Dann reichen dir 4 Minuten Training nicht aus. Hier ein Tabata-Beispiel mit Sit-Ups. Mache in 20 Sekunden so viele Sit-Ups wie du kannst. Gehe dabei total an dein Limit, die Bewegung sollte dennoch kontrolliert ausgeführt werden. Dann entspannst du dich für 10 Sekunden. Das Ganze wiederholst du dann weitere 7 Mal, so dass du auf insgesamt 8 Phasen der Beanspruchung a 20 Sekunden und 8 Phasen a 10 Sekunden Pause kommst. Hier ein paar Tipps zum Ablauf von Tabata. Die 10 Sekunden Pausen. Du solltest dir bewusst sein, 10 Sekunden Pause zwischen den Sätzen reichen nicht, um etwas zu trinken oder sich kurz mit einem Kollegen über das letzte Wochenende zu unterhalten. 2 bis 3 Mal tief durchatmen, sich wieder richtig positionieren und sich danach wieder auf den nächsten Satz zu konzentrieren. Du solltest wirklich nur 10 Sekunden Pause machen. Die Uhr. Für den 4 Minuten Spaß benötigst du eine Uhr mit Sekundenanzeiger oder jemand, der für dich die Zeit und die Sätze im Auge behält. Besonders am Anfang ist die zweite Option zu empfehlen, da man bei einer Maximalbelastung froh ist, nicht mitzählen zu müssen. Ich mache es immer so, dass ich meine Stoppuhr auf mein Handy mitlaufen lasse und diese so positioniere, dass ich eigentlich immer ohne Probleme darauf schauen kann. Es gibt heutzutage auch schon Apps, die euch dabei helfen, die Intervalle abzutimen. Müsst ihr einfach mal nachschauen. Die Planung. Falls du noch ein anderes Training am selben Tag planst, schiebe das Tabata-Training ganz ans Ende. Nach den 4 Minuten wirst du vor lauter Erschöpfung keine große Motivation für ein weiteres Training oder weitere Sätze haben. Wie willst du das optimale Gewicht und das Tempo der Wiederholung? Also zwischen 11 und 15 Wiederholungen solltest du in den 20 Sekunden schon schaffen. Das heißt, du führst die Bewegung ganz relativ zügig aus. Aber denk dran, trotzdem kontrolliert. Wenn du Tabata vorher noch nie gemacht hast, solltest du in etwa ein Viertel deines normalen Gewichts verwenden. Der mentale Aspekt bei Tabata. Während den 4 Minuten, also die ersten 20 Sekunden, fragst du dich, mache ich alles richtig? Habe ich vielleicht zu wenig Gewicht genommen? Lass dich davon nicht täuschen. Im zweiten Satz merkst du bereits ein wenig deine Muskeln und bist gespannt, was da noch so kommt. Es ist erst die erste Minute und der dritte Satz fängt bereits an zu ziehen. Zum Glück gibt es anschließend 10 Sekunden Pause. Also bereits nach 1 Minute 20 freust du dich auf die Pause. Mit dem Start von Durchgang 4 nach 1,5 Minuten denkst du schon, dass es sein könnte, dass du dich mit dem Gewicht überschätzt hast. Denn ab nun wird es verdammt anstrengend. Vergiss nicht, nach dem vierten Satz ist es erst Halbzeit. Du fragst dich, was habe ich mir nur dabei gedacht, Tabata zu machen? Wieso quäle ich mich eigentlich so freiwillig? In den nächsten Sätzen fragst du dich bereits, wie du es so weit geschafft hast und denkst das erste Mal darüber nach, einfach aufzugeben. Du führst eine innere Diskussion mit dir selbst und treibst dich zum Weitermachen. Dann startet der letzte Satz.
alles tut weh, es brennt wie Hölle und das Einzige, was dich jetzt noch am Leben hält, ist die Tatsache, dass es nur noch 20 Sekunden sind. Und endlich fertig. Wie hast du das nur durchgehalten und vor allem, wieso hast du dir das bloß angetan? Das sind die Gedanken, die dir am Ende durch den Kopf schießen. Dazu kommt zwingend ein Gefühl von Stolz und Respekt vor dir selbst. Du hast dich selbst besiegt und gezeigt, was in dir steckt. Nach dem Training, so ungefähr eine Stunde danach, vielleicht nach einer Dusche, wenn der Feierabend beginnt, fühlst du dich körperlich und mental erstaunlich gut. Um einiges besser als nach 60 Minuten Ausdauertraining. Du denkst dir wahrscheinlich, es waren auch nur 4 Minuten volle Power. Aber die nächsten Tage wirst du definitiv starken Muskelkater bekommen und dich fragen, wie diese kurzen 4 Minuten so unfassbare Schmerzen auslösen können. Warum du Tabata machen solltest? Die Tabata-Methode ist eine der besten Fettverbrennungsprogramme, die mir bekannt sind. Es dauert nur 4 Minuten, aber bringt dich ohne Ende zum Keuchen und zum Schwitzen. Wenn du Tabata regelmäßig durchführst, lernst du dich mental zu fokussieren, den Schmerz auszuschalten und deine körperlichen Grenzen Stück für Stück zu verschieben. Du lernst deinen inneren Schweinehund zu besiegen und wirst ein Gefühl von Stolz bekommen, das in dieser Form selten ausgelöst wird. Nun verrate ich euch ein paar mögliche Tabata-Trainingsübungen. Für das Tabata-Training können verschiedene Übungen verwendet werden. Das Beste ist, wenn man sich für eine Übung entscheidet, bei der der ganze Körper involviert oder zumindest die Hauptmuskelgruppen beansprucht werden. Ansonsten kannst du aber natürlich auch auf eine Isolationsübung zurückgreifen und damit eine Muskelgruppe so richtig an die Grenzen bringen. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich ganz normal meine Beine trainiere und im Anschluss dann noch schnell meinen Bauch innerhalb von 5 Minuten an die Grenzen bringe. Ich kombiniere nämlich immer mein Beintraining mit meinem Bauchtraining. Anstatt nun am Ende noch 3 Bauchübungen anzuhängen und meine Trainingszeit ins Unermessliche auszudehnen, mache ich zum Abschluss einfach einmal für 4 Minuten Sit-Ups oder ähnliches mit der Tabata-Methode. Eine Auswahl an guten Übungen für Tabata wären Langhantel, Kurzhantel, Kettlebell oder Körpergewichtsübungen jeder Art. Ihr könnt zum Beispiel Bankdrücken, Kurzhantel oder Langhantel, Schulterdrücken, Kurzhantel oder Langhantel nehmen, Kreuzheben, Kniebeuge, Liegestütz. Endlich kannst du Tabata bei fast jeder Übung anwenden. Du kannst hier sogar mit verschiedenen Intensitätstechniken arbeiten, du kannst mit Supersätzen arbeiten, du kannst mit verschiedenen Übungen arbeiten, du kannst Zirkel einbauen. Alles ist hier möglich. Probier es einfach mal aus. Tabata liefert super Resultate und benötigt nur wenig Zeit. Also falls du nur wenig Zeit hast für das Training oder die letzte Übung rasch beendet haben möchtest oder nach einem Weg suchst, dein Training auf eine harte Art zu beenden, ist diese Trainingsmethode genau richtig für dich. Du musst dabei wirklich an deine Grenzen gehen und bist danach wahrscheinlich erstmal zu nichts mehr zu gebrauchen. Aber nochmal zur Erinnerung, bei Tabata wechseln sich Belastungsphasen von 20 Sekunden bis Entspannungsphasen von 10 Sekunden ab. Und das Ganze 8-mal hintereinander, sodass du auf insgesamt 4 Minuten kommst. Probiert es einfach mal aus, ihr werdet es nicht bereuen. Vielleicht in dem Moment ja, aber langfristig gesehen definitiv nicht. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war es mal wieder von mir heute. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Wie immer, besucht uns gerne auf www.fitnessfürunterwegs.de. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Der Link befindet sich unten in den Shownotes. Ich danke, dass ihr mir zugehört habt und hoffe, ihr schaltet in 2 Wochen wieder ein, wenn es... Oder besser, ich hoffe, dass ihr allgemein weiter einschaltet und uns gerne zuhört. Damit verabschiede ich mich. Bleibt fit, euer Rolli. Ciao.